Also erstmal haben wir heute ein Topspiel vor der Brust gehabt, ein ganz, ganz schweres. Potsdam hat letzte Woche 2-0 gegen Wolfsburg gewonnen und wir wussten, dass wir nach dem 0-0 gegen Duisburg jetzt einmal wieder in der Pflicht sind, eine richtig gute Leistung abzurufen. Und wir wussten auch, dass gegen die Mannschaft Potsdam du mit viel, viel Aggressivität und Kampf spielen musst, damit du da erfolgreich sein kannst. Und war heute wirklich, ich bin sehr, sehr stolz, so muss ich sagen, auf die Mannschaft, weil sie heute eine ganz tolle Energieleistung abgeliefert hat und in gewissen Momenten auch fußballisch versucht hat, auf dem schweren Geläuf zu kicken. Eigentlich ging es uns aber auch heute in erster Linie um das Spiel an sich, um dieses Spiel. Und das haben wir für uns entschieden und das gibt schon mal ein gutes Gefühl. I'm feeling good. It was a tough game and both teams battled pretty hard. And yeah, it was just about getting the ball into the net and we scored the only goal and that's what we needed tonight. Was the game you expected before? I've never played Potsdam before, but I heard it was going to be a physical game and pretty brutal, and that's how it was. But I think we did pretty well keeping the ball and winning the first and second ball. Wir wollten heute sicherlich nicht als Verlierer vom Platz gehen und wollten im Idealfall auch 3 Punkte holen und wussten, dass wir nicht viele Chancen kriegen, wussten, dass es ein ganz enges Spiel wird, ein intensives Spiel mit vielleicht dieser 1-2 Aktionen, wo wir vielleicht setzen müssen. Und dann haben wir dann doch noch eine gehabt. Tom Wöller hat es ja vorher einen Abnutzungskampf genannt. War es denn das am Ende? Ja, ich denke mal schon, es war ein sehr laufintensives Spiel. Die Mädels haben gefightet bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, wir haben wirklich verdient gewonnen und sind mega stolz, mega happy. Ich glaube, jeder einzelne Knochen ist spürbar bei den Mädels. Aber jetzt haben wir ein paar Tage frei, morgen Regeneration und dann gehen wir die nächste Aufgabe an. Letzte Woche das 0-0 in Duisburg, im Endeffekt vielleicht gar nicht so schlecht, weil ihr weiter in dieser Verfolgerrolle seid? Ja, zunächst mal glaube ich jetzt auch ganz gut, weil wir dann eine Erfahrung machen mussten, die nicht ganz so schön war. Wir hätten ganz gerne dort gewonnen, aber haben es nicht und haben gemerkt, dass wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die tief hinten drin steht, auf einem scheiß Platz, wir das Spiel machen wollen, aber damit riesen Probleme kriegen, eben auch bei dem Geläuf, dass vielleicht noch mal ein paar andere Tugenden auch gefragt sind und ich glaube, dass wir unsere Lehren daraus ziehen werden und nächste Woche gegen Sand wird es, glaube ich, ein ganz ähnliches Spiel und da hoffen wir natürlich, dass wir manche Dinge noch mal ein bisschen besser machen können. Wir werden so weitermachen wie bisher. Wir gehen jede Aufgabe neu an. Wir haben jetzt sozusagen das Spiel hinter uns, Potsdam, gebracht, haben den Fokus schon wieder aufs nächste Spiel. Wir denken von Spiel zu Spiel und so werden wir es auch weitermachen. You know, there are 4 games left. What are your opinion for the rest? I mean, we just have to focus on 1 game at a time and if we get 3 points... in the rest of the games, we at least get the second place and then we never know.